Dirigenten und Direktoren dieser Oper. Herbert von Karajan, in den 50er Jahren. Sein Vorgänger war Karl Böhm, den haben Sie weiter rechts, der Karl Böhm. Und vor dem Spiegel am anderen Ende finden Sie den Komponisten Richard Strauss. Heute Abend spielen wir Elektra. Richard Strauss, der war ab 1919 fünf Jahre lang Staatsoperndirektor. Am anderen Ende haben Sie einen anderen Komponisten, nämlich Gustav Mahler, der um 1900 und jetzt 10 Jahre lang Direktor war. Und um die Ecke, mit Einnahme, Clemens Krauss, der war auch ein berühmter Dirigent und Direktor, der hat mit den Wiener Philharmonikern die Tradition des Neujahrskonzerts begründet. Ja? Vielleicht sehen Sie ja am 1.1. Ja? Ich sehe schon, dass die Wiener Philharmoniker im goldenen Saal des Musikvereins Gebäude das Neujahrskonzert spielen, aber diese Wiener Philharmoniker, die spielen sonst immer hier in der Wiener Staatsoper, die alle aus diesem Orchester sind. Alle Philharmoniker sind sicher aus der Staatsoper. Spielen auch hier jeden Abend Oper oder Ballett.